Heute machen wir eine Wiederbelebung nach 36 Jahren. Hallo miteinander bei Odes Werkstatt. Wie ich vorher gesagt habe, unglaublich, es gibt es doch noch Fahrzeuge, die einfach vergessen wird. So eins ist da unten, geht es in dem Moment weniger ums Modell. Natürlich, für mich ist das wahnsinnig. Es gibt noch mehr dazu zu sagen, was unglaublich ist, was ich mittlerweile herausgefunden habe. Aber generell einmal, es gibt wirklich noch so Sachen, Fahrzeug abgestellt, in unserem Fall Töffli, irgendwo im Keller mal abgestellt, vergessen, dann irgendwann muss man das Haus rum und dann können wir die Sachen führen. So in die Richtung ist es vermutlich bei dem gelaufen, ich weiß es nicht im Detail, aber jetzt schauen wir doch mal drüber. Ist nicht verwunderlich, ja, es ist ein 50, es ist nicht nur ein 50, es ist nämlich der 50, wo mir noch gefehlt hat, in die Sammlung. Die da dabei sind und mitverfolgen, wissen, ich hätte gerne von jedem Modell jede Farbe möglichst in Originalfarbe, also heisst nicht nachlackiert, sondern Originalfarbe. Habe ich praktisch alle jetzt, das ist eins, was mir gefällt hat, erste Version mit dem Malaguti-Motor in Weiss. Ich habe den in Rot, in Blau, in Schwarz. Nein, was erzähle ich? Rot, Silber und Schwarz. Blau hat es ja noch den Vorgänger gegeben. Da habe ich jetzt in Weiss Originallack. Das allein ist für mich schon mal ein Grund zum Feiern. Und da vielleicht einfach auch noch eine kleine Anekdote. Ich werde immer wieder gefragt, hey, wie machst du das? Woher hast du die Töffli? Ganz einfach. Einerseits muss man halt einfach wirklich aktiv die Augen und Ohren offen haben. Punkt 2 ist, man muss auch ein bisschen Mut haben. Also auch das Töffli, ich habe 2 Fotos bekommen. Und habe dann über den Preis verhandelt, habe das zahlt auf Risiko. Also man muss auch ein bisschen risikobereit sein, um so etwas überhaupt noch zu finden, weil ich bin überzeugt, sonst hätte es einen anderen gekauft. Also wenn ich jetzt da irgendwie gesagt hätte, ich komme nächste Woche mal anschauen und dann schauen wir, dann wäre das Ding weg sein. Da muss man einfach den Mut haben, zum Ja sagen dazu und das Risiko eingehen. Das Dritte ist natürlich etwas, was am schwierigsten ist. Und da hat mir jetzt auch da wieder geholfen. Ich sage immer, ich habe meine Spione, fange überall. Viele Leute wissen, dass ich mit 50 zu tun habe. Viele Leute sind mittlerweile auch, also am Anfang sind sie skeptisch gewesen. Mittlerweile sind sie so, dass sie das mitfeiern und sagen, ah, oh, finde ich cool, dass du das machst. Das macht ja niemand. Und da sind, komme ich manchmal auch WhatsApp über ein Foto, du, dort und dort habe ich das und das gesehen. Und so ist es auch ein bisschen bei dem gelaufen. Da nochmal danke vielmals für all meine Spionen draußen. Ein paar schauen nämlich auch zu. Danke, dass ihr mir immer helft. Und ja. Gut, ich nehme jetzt die zweite Kamera und dann gehen wir mal rundum, was für mich so anfängt, unglaublich zu sein. Jetzt schauen wir mal da. Also, erste Instanz ist ja 89 das letzte Mal eingelöst. Von dem her muss man sagen, eben 36 Jahre nicht mehr im Verkehr gewesen und rumgestanden. Was mir natürlich jetzt einmal aufgefallen ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen, dann sehen wir, ich habe auf dem Foto schon gesehen, wunderbar schönen Sattel, alle Plastikverkleidungen dran. Das war also für mich ein Indiz, dass ich gesagt habe, jawohl, ich kaufe den blind. Wie gesagt, blind, ohne Ausweis, ohne Schlüssel, ohne dass ich gewusst habe, läuft er nicht, keine Ahnung, weiss ich immer noch nicht. Da finden wir heute raus, ob der läuft nach 36 Jahren, zudem aber später. Ansonsten habe ich einfach gesehen, er ist komplett, er sieht einigermaßen aus, er ist dreckig, ja, sehen wir da. Aber ansonsten ist er komplett auch die andere Seite. Alle Seitenschütze sind dran, Auspuff ist dran, die Pedale sind dran. Es ist alles ein bisschen dran. Flügel sind dran, Frontspoiler ist dran, Tankdeckel ist richtig dran, Dach haben wir drin. Gut. Also, Punkt 1, er ist komplett, darum habe ich es gemacht und der Sattel ist schön. Dann ist es weitergegangen. So habe ich es gekauft, das habe ich gesehen auf den Fotos und habe gesagt, da ist schon mal wert. Da zahle ich den Preis und der Rest ist halt Risikolauf, da hat der Motorschaden, ist sonst etwas kaputt. Wie ist es denn weitergegangen? Als ich dann wirklich 1:1 gesehen habe, habe ich, jetzt mal die Kamera wieder mal kurz weg, habe ich Folgendes gemacht. Ich sage immer, beim 50 habe ich so einen speziellen Griff. Ich sage jetzt nicht, wie ich den nenne, aber ich denke, ihr könnt euch denken, ist jetzt nicht ganz jugendfrei, und zwar lange immer da unten, tue ihn auf, weil da unten müsste jedes 50 ein Werkzeugböckchen haben. Das ist sehr oft nicht mehr da oder nicht vollständig. Darum ist das immer so ein Griff für mich. Ist auch so ein Indiz, was ist mit diesen Töffli gegangen. Wenn dann irgendjemand hat, der einfach ein paar Mal gefahren ist, dann ist das noch da. Und wenn 700 Mal drum herum geschraubt worden ist, dann fehlt das. Ich nehme es jetzt mal für euch vor. Ich habe schon reingeschaut. Wie gesagt, ich kann das mal nicht lassen, ich muss das gerade machen. Das ist so ein Griff, den ich gerade mache, wenn ich das Töffli sehe. Und zwar hat es da unten ein Kunststoffböckchen, ein Schräubchen, das ist so ein spezielles
Ringschräubli, können wir nachher noch mal im Detail anschauen. Ein Kunststoffböckchen, da innen hat es ganz einen speziellen Kerzschlüssel. Das war immer bei der ersten Auslieferung dabei gewesen. Wenn es gut ist, hat es ein Lümpli drin, wenn es sehr gut ist, hat es sogar noch ein Kerzli drin. Schauen wir nachher aber gerade drüber, wie das aussieht. Ich lege es da aus, ich zeige es euch noch von Nähem. Also auch das war dabei gewesen. Und dann bin ich langsam gewundert geworden. Also das ist das Böckchen, so sieht das aus, hat also eine Ränderschraube, einen speziellen gelb verzinkten Schlüssel, plus das Böckchen, das leider einen Riss drin hat, aber es ist wenigstens noch vorhanden. Dann, so richtig stutzig geworden bin ich eigentlich, also im zweiten Schritt, wie ich gefunden habe, sieht alles ein bisschen unberührt aus. Das sind die originalen Schrauben, das sind die originalen Schrauben, es sieht nie aus, ob gross etwas offen gewesen wäre. Dann bin ich nochmal zurück, habe mich nochmal an das erinnert, 89 ist das letzte Mal eingelöst. Fangen wir an, mal eine Historie zu betreiben. Zündapp ist im 84 in Konkurs gegangen. Bis dahin haben sie ja Zündapp-Motoren gehabt. Also irgendwo 384 haben sie den Wechsel vollzogen bei den 50, dass vom Zündapp auf den Malaguti-Motor über sind. Der Vorderbau bei dem Töffli ist noch die alte Version. Also da muss einer der ersten sein mit dem Malaguti-Motor, weil nachher haben sie die anderen Schutzblech, die anderen Gabeln und die grosse Frontmaske mit dem grossen Tacho drin. Gut, also das heisst im Klartext, das Baujahr von dem Töffli muss irgendwo 83, 84, 82 eigentlich eher nicht, aber sagen so 3, 84 müsste es sein. Gehen wir wieder hinterher, 89. Also das heisst im Umkehrschluss, das Töffli ist 5 bis 6 Jahre überhaupt eingelöst gewesen und der Rest von seinem Leben im besagten Keller gestanden. Jetzt kommen wir der Sache immer näher. Also das heisst, es ist gar nicht viel gefahren worden. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, was wir vorher gesehen haben. Und die Aufmerksamen haben es vielleicht sogar schon gesehen. Ich zeige jetzt mal die Kilometerzahl von dem Tacho. 179 Kilometer. Können wir uns das, oder kann man da dem Töffli wirklich glauben? Ich behaupte ja. Punkt 1. Golden Boy Pneu war die Erstauslieferung bei den 50s. Und ich glaube, kein Mensch in der Schweiz, kein Mechaniker hat nachher noch Golden Boy montiert. Ich habe dann natürlich das Profil angeschaut. Ich versuche es euch mal zu filmen. Wenn ihr es da oben schaut, dann seht ihr, dass nur in der Mitte überhaupt die Zipfel da, die es vom Hersteller der Pneu gibt, also die Gumminöppeli, die sind nur in der Mitte ganz leicht abgefahren. Ich zeige es jetzt euch nochmal anders, und zwar mit einem Tiefenmeter, Profilmesser. So, zuerst 0, 0, gut. Jetzt messen wir hier auf der Seite. 2,8 messen wir hier mal noch zwischendrin. So knapp 3. 2,8, ich hoffe, ihr seht es. Jetzt messen wir hier genau in die Mitte noch. Seht ihr das? Also das Profil ist noch neu. Natürlich ist aber leicht rissig, der Pneu, aber ich werde mich hüten, um den abzunehmen für die Sammlung. Also man sieht, wir haben null Profilabnahme und darum glaube ich dem Töffli das, dass das erst seine 179 Kilometer auf dem Buckel hat. Ist das nicht unglaublich? Ein Töffli von irgendwie 384, 179 Kilometer, 36 Jahre wahrscheinlich irgendwo vergessen gegangen. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, ich kann es immer noch nicht glauben. Und man sieht es auch sonst, es ist nie vermackt oder so. Was ein bisschen schade ist, ist, dass hier ein Rippli gebrochen ist. Dann muss ich halt wieder schweissen. Das wird aber eher in der Lager sein. Und er hat hier so Einschlüsse. Ich weiss nicht, ist oberflächlich. Ich hoffe es. Ich werde dann natürlich den aufpolieren und machen. Du, das machen wir aber nicht heute. Heute wollen wir eins wissen. Wir wollen jetzt noch wissen, läuft das Töffli nach 36 Jahren einfach so an. Und für das können wir jetzt ein bisschen zuschauen. Ich nehme die Seitenschütz weg. Ich habe noch nichts auseinandergenommen. Tue den Vergaser reinigen. Frühlfristen Most ein. Dann haben wir noch das Zündschlossproblem. Ich habe keinen Schlüssel. Schauen wir auch noch an. Und ihr könnt jetzt ein bisschen zuschauen mit ein bisschen Musik. Ich muss das nicht dokumentieren. Ich putze alles. Und ich rede dann wieder dazu, wenn wir so weit sind, dass wir laufen können.
Ihr habt es gesehen, Vergaser habe ich geputzt, ich habe frischen Most eingefüllt. Vielleicht zudem noch, ich tue mir meistens, wenn ich es auf den Transport nicht nehme, schnell den Moststab oder alte, ich hatte eh nicht mehr viel drin gehabt. Das ist bereits schon passiert gewesen, also keine Angst, ich habe nicht einfach in alten Most frischen Most gelassen. Ich habe die Kerze schnell raus, ich habe ein bisschen Öl. Das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ich mache es halt nach wie vor mit WD-40. Ich finde einfach wichtig, dass man ein bisschen Schmierung in den Zylinder ein-, zweimal durchtut, wenn man nach so langer Zeit das Töffchen wiederbelebt. Das habe ich schon gemacht. Ich habe sogar noch ein bisschen Most in den Zylinder reingetan. Das habe ich auch schon mehr als einmal gezeigt mit der Pipette, ein bisschen Most vorne rein, damit er für den ersten Moment schon mal Benzin, Luftgemisch im Zylinder drin hat. Also, dass es ein bisschen leichter hat, um alles ansaugen und reingehen. Was ich auch noch gesehen habe, ist, dass im Luftfilter unten dran die Stäbchen fehlen. Bin jetzt ganz unsicher, ob es das wirklich die erste Auslieferung so gehabt hat, noch, die alte Version, weil es sieht man absolut nicht auf, dass das irgendwie mal jemand offen hat und dass es nachher dann vielleicht ein bisschen gedrosselt worden sind, weil sie ein bisschen schnell gewesen sind. Wir haben jetzt noch das Problem vom Zündschloss. Eigentlich könnt ihr jetzt unten einfach alle Stecker ziehen. Habe ich auch schon mehr als einmal erklärt. Das fünfte Schloss ist ein Kurzschlussschloss. Das heisst, wenn im Moment, wo alle Stecker weg sind, haben wir keinen Kurzschluss mehr drauf, keinen Massenschluss mehr und es läuft an. Ich habe aber mittlerweile, Gott sei Dank, so viele Fifties und Schlösser und Zeug und Sachen, dass irgendein Schlüssel in der Regel schon bald immer passt. So auch da. Ich habe jetzt von einem anderen Fifty einen Schlüssel, der passt. Hätten wir mindestens vorher mal. Passt, oder? Zweistufiges Schloss. Dann gehen wir mal auf die erste, da sollte er laufen, auf der zweiten sollte er laufen und Licht haben. Jock, aber ihr seid jetzt live mit dabei. Ich habe nicht kontrolliert, ob die Zündung tut, weil mit großer Wahrscheinlichkeit müsste ich ja den Unterbrecher mal noch schleifen. Wird vermutlich auch oxidiert sein. Ich probiere es jetzt einfach. Es hat Most drin. Wir haben Kurzschluss draussen, das Schloss ist sicher weg. Und jetzt schauen wir einfach einmal, die Jock ist drin, Most haben wir drin. Also wir probieren es. Läuft. 36 Jahre Vergaser kurz putzen und er läuft. Ich werde jetzt einmal Ölstand kontrollieren. Wenn das Öl stimmt vom Stand her, dann wird er ihn warm laufen lassen. Ich habe es jetzt schon gemerkt, ich habe das Gefühl, da unten fehlen wirklich die Stäbchen. Ich komme zu viel Luft über, haben sie gehört und ich habe zugegeben, da ist er sofort besser gekommen. Was man auch ganz gut gehört, ist der leere Auspuff. Der Auspuff ist noch komplett unverrußet. Ich zeige euch das auch einmal. Also man sieht es auch an dem Auspuff an. Erst noch mal sehen wir da hinten das kleine Löchchen. Da haben sie nur immer die erste Auslieferung gehabt, die 6 mm. Dann sind sie relativ schnell verrußen gewesen und dann hat es der Michael als erstes hat er da so einen 8 mm Bohrer durchgedrückt, um sich aufzutun, damit der Ruß rauskommt. Man hat es gehört, wie er blechelt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera auch gehört. Der ist noch jungfräulich, auf dem Lack her. Also das ist wirklich, das ist kein Bühnchen, nichts. Das Ding hat wirklich die 179 km. Unglaublich. Ein Töffli, 179 km, 36 Jahre rumgestanden und es läuft einfach. So gesehen, vielleicht auch ein Appell an die da draußen. Nicht immer sagen, oh, ein altes Töffli, reissen wir alles auseinander, machen wir alles neu. Nein, machen das nicht. Tun es bewusst, zielstrebig, tun die paar Sachen anschauen. Also, das Wichtige ist jetzt, dass ich das Öl anschaue. Bei Motorenöl vielleicht noch zwei, drei Worte. Das ist natürlich noch mineralisches Motorenöl von 36 Jahren. Und mit dem darf ich jetzt nicht kilometerweise rösseln. Aber einmal warm laufen lassen, wenn der Ölstand stimmt und im warmen Zustand das Öl ablassen, ist das Beste, was wir machen können. Das Öl verflüssigt sich, es durchmengt sich durch die Wärme, die wir haben, dadurch, dass es läuft. Und es fließt euch viel besser nachher raus und nimmt den Schmutz raus. Dann frisches Öl, dann kann man mal ein paar Meter fahren und dann zieht noch einen weiteren Ölwechsel, damit es einfach nochmal die Reste rausspült. Das sind jetzt so die weiteren Schritte, die ich machen werde. Was ich auch machen werde, ist versuchen aufpolieren. Ich bin der Meinung, ich mache über selber kein Video, wo jetzt kommt, die zwei, drei Sachen, die ich euch erklärt habe. Ich mache aber nochmal ein Video, wenn ich so weit bin, für Detailsachen, Sachen, vielleicht auch Sachen Bremsen, Antrieb, habe ich gesehen, läuft ein streng, wie bereite ich das auf, was mache ich dort? Farbaufbereitung habe ich sicher schon 3-4 Videos gemacht. Schreibt es mir aber unten rein, wenn ihr das auch sehen wollt. Dann mache ich natürlich ein Video darüber und sage, nein, unbedingt wieder zeigen, was du alles hier machst. Könnt ihr jetzt einschreiben, ich warte noch, bis ich Kommentare gelesen habe, bis das Video online ist. Mit dem, das Einzige, was ich bis dann machen werde, ist die Sache mit dem Öl. Da seht ihr eh nicht viel. Da habe ich euch erklärt. Also sprich, ich lasse Öl ab. Ich lasse es warm laufen, lasse Öl ab, dann nochmal frisches Öl rein.
Und ich werde schauen, ob da der Luftfilter wirklich die zwei Stäbli fehlen, die ich davon ausgehe. Und dann warte ich auf euren Kommentar. Soll ich wirklich alles filmen? Jedes Detail, wie ich weiß, wo aufbereite, wie ich aufpoliere. Für euch gibt es jetzt ein paar wunderschöne Nachaufnahmen. Ich würde mich interessieren, ob ihr auch schon so Funk gemacht habt. Habt ihr auch schon Töffli nach x Jahren mit so wenig Kilometern aus dem Keller dürfen ziehen? Für mich ist das immer noch unglaublich und ich freue mich nach wie vor, wie ein kleines Kind jetzt über das Töffli. Und ja, dass der nachher an meiner Sammlung sein darf. So gesehen geniessen jetzt die Bilder, die Nachaufnahmen von dem 36 Jahre stillgestandenen Töffli mit lediglich 179 km. Geniessen den Mittwochabend noch. Ein Abo würde mich natürlich freuen, muss nicht. Und ja, ansonsten, nächsten Mittwoch geht es weiter mit etwas Neuem. Ich denke, da warte ich jetzt eine Woche auf eure Kommentare. Sagt mir, wann ihr verhaltet, wann ihr wollt sehen, wann ihr nicht mehr wollt sehen. Ich weiss, es ist ein bisschen viel 50-Zeug, aber ihr habt ja gesehen, letzte Woche, der Spörteltank ist verchromt und dort bin ich bereits am Vorbereiten. Die Video kommen auch jetzt dann wieder, kommen ganz ein Haufen cooles Video. Das Monster ist übrigens auch schon wieder weiter und am Tussi bin ich auch schon wieder dran. Es sind zwar auch 50, aber ein bisschen verrückte Projekte. Also es läuft unglaublich viel. Eigentlich wollte ich ein ruhiges Jahr. Ja, es ist aber ein schönes, aktives Jahr. So gesehen. Geniessen den Mittwochabend, bis nächste Woche Mittwochabend, geniessen die Bilder und tschüss miteinander.